Ich bin ganz ehrlich, ich will die gar nicht entwickeln. Tür ist zu, na gut. Diese Bilder könnten alles verändern. Oh ja. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich Martha verletzt haben könnte. Ich würde lieber sterben. Mein blöder Kopf und diese blöden Gedächtnislücken. Es ist so nervig, sich nicht erinnern zu können. Als würde man sich in sich selbst verlieren. Wähle das Foto, das du entwickeln möchtest. Das da auf jeden Fall, ne? Okay, Karte nicht in Position. Karte in Position. Karte nicht in Position. Kartenposition okay. Dann würde ich so, glaube ich, machen, ne? Oder... Ich versuche mal, das ganze Bild zu entwickeln, also möglichst viel drauf zu kriegen. So, Kartenposition okay, dann fokussieren. Und dann belichten. Da bin ich gespannt. Oh, dieses Tippen immer, das hört sich an, als würde jemand kommen, ne? So. Jemand ist auf dem Bild, wir haben es gesehen. Jemand ist auf diesem Bild. Und rannte, glaube ich. Hier bin ich auf den Pier zugelaufen. Ah, okay. Genau wie in meiner Erinnerung. Das hilft uns jetzt aber nicht weiter. Das heißt aber... dass wir wirklich nicht am Pier waren. Wir mussten erstmal hinlaufen. Das wäre ja schon mal der Beweis, eigentlich. Wenn ich es richtig sehe. Okay, Licht an. So. Da. Aber hier ist sonst nichts, ne? Hier, hier, hier und hier. Das waren wieder wir. Cooles Bild aber von uns, ne? Ich bin ganz ehrlich, das mache ich ruhig möglichst in schöner Auflösung, weil das sieht ganz cool aus. Das können wir uns später auch nochmal in den Rahmen klemmen. Am besten falsch rum. Kartenposition okay. So. Auch ein schönes T-Shirt-Motiv, ne? Ich mache hier vorne mal ein bisschen Platz, so. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Himmel. Schönes Motiv einfach. Schönes Motiv. Fokussieren. Und dann los geht's. So. Und dann drüber einfach so California. Das wird ein geiles T-Shirt-Motiv. Bei H&M 8 Euro, würde ich sagen. So, okay. Jetzt mal belichten. Warte, kurz. Traum. Ja, ich habe mich ausgezogen und war dann kurz vor dem Eintauchen. Daran erinnere ich mich. Warum? Warum zeigen die Kameras alle auf den Pier? Was wollte die fotografieren? Wollte sie nicht den See an sich fotografieren? Aber die Kameras zeigen alle auf den Pier. Irgendwie. Okay, gut. Warte mal, wir machen nochmal, warte. Letzte Rolle. Letzte Rolle. Okay. Muss wohl Selbstauslöser sein. So, da... das hat man schon gesehen. Das war sie. Diese drei Bilder haben sich auch gar nicht verändert. Ist das hier ihre Reflexion vom Laufen? Unterm Pier? Ja, ne? Okay, und da hat sie ihre Schwester aus dem Wasser geholt. Die Kamera zeigt aufs Wasser. Okay, die ist vor. Ah, dann gucken wir mal. Wäre eigentlich ein sehr künstlerisches Foto, wenn nicht so eine tragische Geschichte hinterstecken würde. Fokussieren.
So, scharf. Aber da war die Schwester ja leider schon död. 3, 4. Viermal tippen. Dann ausmachen. Okay. So, warte. Die Musik fehlt mir ein bisschen gerade von dem Dingens da hinten, vom Tonband. Ich habe zu lange zugehört. Okay, warte. Ich habe dann Martha ans Ufer getragen. Ja. Ich habe versucht, ihr das Leben zu retten. Hm. Meine Erinnerungen sind zwar verschwommen, stimmen aber mit der Realität überein. Da geht es mir gleich ein bisschen besser. Jetzt kann ich herausfinden, wer Martha wirklich getötet hat. Hm. Vielleicht sollte ich mich mit der weißen Frau treffen? Vielleicht kann sie mir etwas dazu verraten. Oder ist das nur Schwachsinn? Ja, mit Sicherheit. Aber was ist hier schon normal? Vielleicht muss man ein bisschen verrückt sein, um etwas zu erreichen. Mit wem treffen? Mit... Was? Oh, das spielt noch. Kann ich das nicht ausmachen? Nein, ich lass einfach laufen. Dann fällt das gar nicht auf, dass wir hier Musik gehört haben. Ist eine gute Idee. Wir sind mega secret unterwegs. Gut, gehen wir einfach. Der Vater wird das schon. Das ist schon okay. So. Okay, raus hier. So, warte. Kaum komme ich rein, ist die fröhliche Musik weg. Hm. So, die liegt da rum und schimmelt. Mit der weißen Frau. Mit der weißen Frau treffen. Die Zeitung haben wir schon gelesen. Unsere Fotos entwickeln wir ein bisschen später, würde ich sagen. Warte mal. 5 von 5 stand da, ne? Nicht 3. Wir haben 3 entwickelt, aber da stand 5 von 5. Warte mal kurz. So, Tür zu. Sekunde. Ich mach nochmal ganz kurz. Das müssten unsere Fotos sein, aber die Rolle, die hier noch am Tisch stand, die haben wir noch nicht geguckt. Da stand ja noch eine Rolle. Warte. Ich war ein bisschen zu voreilig jetzt. 5 von 5, genau. 4 von 5. 3 von 5. Das sind unsere Bilder, die wir gemacht haben. Ach so, das hier sind unsere... Das sind auch unsere Bilder, die wir gemacht haben. Ach so. Okay. Aber hatten wir nicht eine Rolle vom Tisch genommen? Das hier müssen wir auch noch entwickeln, ne? Mach ich mal gerade. So. Ja, leichter weißer Rand. Okay. So, müsste hoffentlich gehen. Fokussieren. Bild an sich ist schon sehr scharf. Cool. Ja, den Helm können wir eigentlich auch entwickeln. Will ich zwar nicht, aber ich würde es machen. Ich weiß, ob es darum geht, nur die Fotos zu machen oder auch zu entwickeln. Das werden wir gleich rausfinden. Warte. Dazu erstmal das hier. Gutes Bild geworden. Die Farben kommen richtig gut raus. Das rote Tuch erkennt man sehr gut. Ach stimmt, wir haben eine leere Rolle genommen. Ja, stimmt, das war eine leere Rolle. Du hast den Farbfilm vergessen. Okay. Ich glaube, das Entwickeln ist nicht so wild, ne? Also wir müssen den Helm nicht unbedingt entwickeln, wir müssen ihn nur fotografieren, glaube ich. Wir werden das jetzt anhand dessen austesten. Beim Tuch war jetzt auch nichts. Bin unsicher, ob wir alles entwickeln müssen. So. Das hat man schon alles. Und dann, da ist der Helm.
Okay. Karte nicht in Position. Kartenposition, okay. So, ich mach das mal so, ne? Das, nicht, dass er zentral ist, sondern dass er einfach nur mit im Bild liegt. So. So. Haben wir gleich. Das wird ein sehr großes Album. Gut. Keine weitere Info dazu. Goldener Schnitt nie perfekt mittig. Ist das so? Macht man das so? Ich habe Goldener Schnitt schon ein paar Mal gelesen. Ich weiß aber nicht, was das heißt, ehrlich gesagt. Ah, okay. Ich mag's meistens, wenn du ein Motiv auf dem Bild hast, aber der Rest vom Bild gehört auch noch dazu, obwohl er im Hintergrund ist. Weißt du, was ich meine? Dass du nicht nur das Motiv siehst, sondern so alles ringsrum. Dass das irgendwie alles dazugehört. So, okay. Als goldener Schnitt wird das Teilungsverhältnis einer Strecke oder anderen Größe bezeichnet, mit dem Verhältnis des Ganzen zu seinem größten Teil, dem Verhältnis des größeren und kleineren, was? Okay, ja, das ist ein Seitenverhältnis, das besonders ästhetisch ist. Das Pantheon in Griechenland ist auch nach dem Prinzip gebaut. Okay, ich muss sie mir mal durchlesen. Ich habe keine Ahnung. Kann man bei sehr vielen bekannten Gemälden und Bildern beobachten. Goldener Schnitt ist die Mitte, eine der Hälften der eigentlichen Mitte. Ah, okay, verstehe. Also quasi ein Viertel. Jetzt sehe ich gerade ein Drittel. Okay. Okay, es wird nicht klarer, wenn ich jetzt alles vorlese. Dann wird es eher verwirrender. So. Okay. Die Zeitung. Habe ich doch gemacht. Aber warum hat die noch ein Ausrufezeichen? Die haben wir doch gelesen, oder? Ach, weil es neu war. Okay. Finde die Tarotkarten. Die Zeitung haben wir gelesen. Und die Tarotkarten müssen wir finden. Im Zimmer der Eltern. Okay, dann gehe ich mal schnell nach oben. So, in der Demo sollte ich sofort nach draußen. Hier komme ich einfach nicht dazu. Hier muss ich hier drin bleiben. Die schlafen ja nicht, ne? Gut. Hätte sein können, dass sie vielleicht ein Nickerchen machen oder so. Oh, ein Tagebuch, ein Buch? Nein. Tarotkarten und ein Brief. Oder eine Jesuskarte. Liebe Mama, es fällt mir schwer, aber ich muss dir etwas sagen. Ich habe herausgefunden, dass Julia schwanger ist. Geh morgen früh um 7 an den See und beobachte sie beim Baden. Du wirst sehen, dass ihr Bauch wächst. Martha, was? Ich bin nicht schwanger. Warum wird alles noch verwirrender? Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, aber stattdessen ergeben sich nur mehr Fragen. Aber wir haben doch auch von dem Baby geträumt. Also irgendwas mit der Schwangerschaft ist doch da. Okay, ganz kurz um... Ich muss ganz kurz, weil das verwirrend ist. Wir sind Julia. Martha ist unsere Schwester. Und wir sind gerade... Warte mal. Oh Gott, ich bin... War sie vielleicht schwanger? Genau, war sie vielleicht schwanger und wollte das vertuschen? Und wollte so tun, als wäre sie wie... Ne, das kann aber auch nicht sein, weil taubstumm. Aber stimmt, sie hat das Kleid getragen. Sie hat ja extra unser Kleid getragen. Sie wollte das auf die Schwester schieben. Mit der Schwangerschaft. Sie war schwanger. Und wollte es uns unterschieben. Aber dann ist das
Erstens, von wem ist das Kind? Wenn sie, okay. Oh, ich habe einen Verdacht. Wir sind doch Zwillinge. Unsere Schwester war taubstumm, die konnte sich nicht mitteilen. Okay, ist ganz düster, was ich gerade erzählen werde. Unsere Schwester ist taubstumm, die konnte sich nicht mitteilen. Wir sind Zwillinge und wir haben einen Freund. Ob gewollt oder ungewollt oder aufgezwungen oder was auch immer. Und vielleicht hat der liebe Freund, nachdem er das erfahren hat, unser lieber getreuer Freund, der mit unserer taubstummen Schwester vielleicht eventuell, nachdem er das erfahren hat, könnte sein. La Romola, 15. Juli 1944. Liebe Frau Irene, ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass hier in der Villa alles in Ordnung ist. Vielen Dank, dass Sie so rücksichtsvoll und fürsorglich sind. Ich entschuldige mich für die Einfachheit der Unterkunft, in der Sie gezwungen sind, zu leben. Außerdem habe ich das Zimmer, in dem sich die Kleine aufgehalten hat, wie gewünscht, abgeschlossen. Ich habe Ihnen den Schlüssel hinterlassen. Es ist der mit dem rosa Schlüsselring. Geben Sie auf sich Acht, mit den besten Grüßen, Nanni. Warum um alles in der Welt hat Mama die Tür abgeschlossen? Das war mein Zimmer. Was will sie verstecken? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird wirr. Die Theorie kann eigentlich nicht stimmen, weil unsere Schwester, die von eben, die kann eigentlich nicht stimmen, weil die Schwester die Kette hatte. Also, vielleicht wollte die Schwester das. Eventuell. Wieder Pervitin. Ich habe das Gefühl, dass diese Pillen nichts anderes tun, als sie aufzuregen. Ja, das mag sein. So, zeig mal her. Da sind sie ja. Hier sind meine Karten. Nanni und ich haben immer mit ihnen gespielt. Sie sagte meine Zukunft voraus und ich tat so, als würde ich ihre voraussagen. Die Zukunft war immer für alle gut. Vielleicht sah sie, als sie diese las, meine wahre Zukunft, die sie von mir verbarg. Oder, was wahrscheinlicher ist, diese Karten sind eigentlich nur ein dummes Spiel, mit denen man sich selbst beruhigt und täuscht. Aber sich selbst zu täuschen ist manchmal notwendig. Wie könnten wir sonst glücklich leben? Das ist eigentlich eine ganz furchtbare Aussage. Eigentlich. Es gibt immer mehr Waffen. Und alle haben Angst nach dem, was passiert ist. True, true, true. Das ist Mamas Schmuck. Sie trägt ihn jeden Tag, auch wenn Papa sagt, dass es heutzutage unpraktisch und gefährlich ist, Zeichen des Reichtums zu zeigen. Wie immer will sie nicht auf die Vernunft hören und streitet sich mit Papa, bis er geht, um Krieg zu spielen, wie sie sagt. Ja, das, alle sehr sympathisch hier. Alle sehr sympathisch. So, und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz. Die Mutter, die ein Zimmer abgeschlossen hat. Und dann kommen wir nochmal ganz kurz auf das Bild zu sprechen hier, ja? Alles fürchterlich. Warte mal, ich gucke mal, bevor ich jetzt gehe. Nochmal schnell die Leertaste drücken. Leertaste, wir haben nichts übersehen, ne? Hier, 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 hier. Nur vorsichtshalber, hier auch nichts übersehen. Nein, 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 okay. Gut. Let's go. Dann ab ins Zimmerchen. So, warte. Das sind die Karten. Wo ist denn der Schlüssel? Ich war irgendwie der Meinung, dass wir einen Schlüssel mitgenommen haben, ne?
Zufallsentscheidung, Weissagung. Ich mach Zufallsentscheidung, mal gucken. Weissagung, zeig mal her. Was haben wir denn da? Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Ich kenne das nur von 9 Live. Hier. Die Welt. Die Welt, die Liebenden. Der Magier. Das Ende einer Beziehung. Es ist ganz klar. Aber meine Pläne werden erfolgreich sein. Ich muss nur wissen, was diese Pläne sind. Die Welt, die Liebenden der Magier. Das Ende einer Beziehung? Wie liest man denn das da raus? Ich verstehe die Interpretation überhaupt nicht. Also, die Liebenden, okay. Und vielleicht, wenn der Magier böse ist, der sieht hier gerade nicht sehr glücklich aus und so, sehr sterbend vielleicht. Aber die Welt. Oder gehört die Welt den Liebenden eventuell? Das Ende einer Beziehung. Okay. Es ist ganz klar. Okay. Aber meine Pläne werden erfolgreich sein. Ich muss nur wissen, was diese Pläne sind. Und ich frage mich gerade, wären die Karten immer gekommen oder habe ich die jetzt gezogen? Also wären die beim Spiel jetzt immer gekommen oder habe ich die gerade gezogen? Eventuell, ich weiß es nicht. Es ist relevant, ob die Karten auf dem Kopf stehen. Ah, okay. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. So, hier kommen wir nicht rein, ne? Weil wir sind ja schon angezogen. Ich bin bereits angezogen. Welt gleich neu anfangen, ja? Oh, ihr hattet andere Karten, okay. Na, ich hoffe, das steht nicht für meine Situation. Das wäre jetzt aber doof. Ich hoffe, die Pan guckt nicht zu. Hab die Karten nicht gezogen. Das war was anderes. Es war in-game. Gilt nicht. So. Oh, was denn hier? Ah, guck mal hier. Neuer. Ach, neuer Kameraskin. Okay. Mhm, mhm. Verkehrt herum bedeutet das Gegenteil. Die Welt ist wohl ähnlich wie der Turm, Symbol für einen Neuanfang. Ergo, die Liebende ist im Fall literally gemeint, hat sie gut gelesen. Okay. Hast du. Kannst du mir einen Schlüssel geben vielleicht? Das Bäuchlein. Mit Infrarot kann ich nicht durch den Bauch fotografieren, ne? Das wäre komisch. Da würde ich jetzt, so. Wir brauchen einen Schlüssel dafür. Das wäre Röntgen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Es wäre nur schön gewesen. Also, schön nicht unbedingt. Hier ist aber auch kein Schlüssel. Die Schlüssel zu meinem alten Zimmer sind nicht hier. Ja. Wo sind sie? Ja, weiß ich doch nicht. Das frage ich dich ja. Du wohnst doch hier. Sie lässt sie überall liegen. Ich glaube, sie nimmt zu viele und zu oft. Ich habe vorhin gelesen, dieses Fervitin wurde von den Schnazis eingesetzt wie Speed bei der Luftwaffe oder so, ne? Habe ich das richtig gelesen? Und wenn die Mutter das dauernd nimmt, das ist Crystal Meth? Oh, okay. Ist wie Crystal Meth? Das ist ja kein Wunder, dass die Mutter ständig drauf ist. Okay, ich laufe hier rum, aber hier ist der Schlüssel natürlich nicht. Wo kann der Schlüssel denn sein? Ich gehe nochmal bei den Eltern oben gucken. Ich hatte Schlüssel eingesammelt, das war aber für die Haustür. Das war nicht das, was wir jetzt brauchen. Wow, wie das knarzt. Nix. Was ist das für eine Tochter? Die durchsucht nicht mal die Sachen ihrer Eltern. Die Kisten und so. Also die Truhen und alles. Und hier nicht mal die Schubladen. Ich suche den Schlüssel, aber ich baue darauf, dass der irgendwo liegt, wo der gut zugänglich ist für mich. Es ist extrem reines Meth. Okay. Vielleicht, also hier in der Küche ja nicht, ne? Hier war der Kameraskin. Unten?
Dann sollte der Schlüssel hier liegen. Ergibt auch wenig Sinn. Nee, da will ich nicht wieder reingehen, da geht die Tür wieder zu. Hier ist das Stativ, das können wir jetzt mitnehmen, glaube ich. Für Fotos mit einer langen Belichtungszeit ist ein Stativ erforderlich. Ja, ja, ja. Das nehmen wir jetzt mal mit. Schnallen wir uns auf den Rücken einfach. Ich habe jetzt, was ich brauche, um Infrarotfotos zu machen. Prima. Oh. Oh, hier kann man ein Infrarotfoto machen. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Kamera. Benutze die Kamera. Hier. Aber erstmal, hier. Wo ist sie denn? Rotfilter. Makroobjektiv, Brennweite, Brennweite, Blaufilter, Orangefilter. Da, Infrarot. Ne, okay, muss ich so machen. Kann auch sonst nicht wechseln, ne? Ne. Schon cool. Sehr gut gemacht. Und dann müsste ich nochmal gucken. Ich. Unscharf. Okay. Was fotografiere ich denn da überhaupt? Was fotografiere ich überhaupt? Okay. Mit Blitz? Nee, ne? Ist das eine gute Idee? Okay, ist wahrscheinlich eine bessere Idee sogar. Dafür vielleicht ein bisschen hier rausnehmen. So, ich weiß nicht, was ich hier fotografiere. Ich habe keine Ahnung. Den Weingeist. So. Warte. Ich weiß nicht, was ich fotografiert habe. Ich habe keine Ahnung. Ach was. Achso, ich dachte, ich komme hier nicht mehr raus. Ich wollte gerade schon lachen. Dies ist das Zentrum unserer Farm. Aber seit wir hergezogen sind, wird sie nicht mehr so bewirtschaftet wie früher. Sieht voll gut aus. Sicherheit ist essentiell, sagt Papa. Ja, natürlich. Okay. Ich entwickle gleich mal, aber ich glaube, das Foto wird sehr unspannend. Das war irgendwie nur so ein Probefoto, glaube ich, ne? Ach, das sind jetzt Kühe, guck mal. Mal ein bisschen rumlaufen gerade. Na? Wie ist meine Schöne, hm? Die schöne Bessie. Nee, weißt du was? Ich nenne dich Martha. Die schöne Martha, hm? Du bist meine schöne Martha. So. Oh, schön seid ihr. Hm. Kann ich da reinnehmen, ne? Ich kann gar nicht springen. Oh, guck mal. Ich weiß nicht, was die genau fressen, weil die wohnen nur auf Schlamm. So. Okay. Ja. Schon. Also die wohnen auf jeden Fall sehr idyllisch. So. Der Zapfhahn hat geblinkt. Der hat nicht geblinkt, der hat reflektiert. Der hat immer ein bisschen Licht reflektiert. RTX ist an. So, ich kann den Zapfhahn natürlich versuchen zu benutzen, aber da wird nichts passieren. Okay, bin ich fast sicher. So. Hier, pass auf. Da sind wir wieder drin. Und der hier hat geblinkt. Aber der reflektiert nur, da passiert nichts. Da, mit dem ist nichts. Ist einfach nur RTX. So. Okay, dann lass mal kurz gucken. Was haben wir hier noch? Die weiße Dame, gehe zum See. Eine seltsame Notiz. Liebe Mutter, schwanger, mein fröhliches Zimmer. An ihn war ein rosa Schlüsselanhänger befestigt. Sie hängt nicht am Schlüsselbrett, jemand hat sie mitgenommen. Bestimmt bei der Schwester in der Dingens, ne? Huch. Huch, das leuchtet hier so schön gerade. Wow, wie schön. Bestimmt bei der Schwester in ihrem Schmuckdöschen. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Guck mal. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Entschuldigung, Entwickler. Die Schattierung scheint gerade irgendwie kaputt zu sein. Ich hab's kaputt gemacht.
Ich geh nochmal raus. Jetzt geh ich nochmal rein. Mal gucken, ob es ja funktioniert. Warte. Ich hab's kaputt gemacht. Oh Gott, die Entwickler müssen mich hassen. Ich hab die Demo zerstört, ich hab das Spiel zerstört. Ich mach alles kaputt. Ich glaube, ich muss gleich neu starten, weil das Spiel ist so schön. Ich meine, jetzt ist viel heller, aber, ne? Viel freundlicher. Gleich neuer Blog-Eintrag. Infrarotfoto entwickeln. Komm, wir machen das erstmal. Weil es da unten mit weißen Schatten bestimmt nicht gruselig ist. Oh Gott.